Gut, das ist also das Gewölbe, in das wir müssen. Dann wollen wir uns den Spaß mal anschauen. Auf nach unten mit uns! Oh, das ist eine tiefe Reise. Jetzt okay. Sind wir ordentlich weit unter der Erde. Bringen wir den Laden zum Laufen. Na klar, und dann rennen wir wieder. Wie immer. Erst aktivieren und dann ums Leben rennen. Den Spaß kennen wir ja mittlerweile schon. So, wir scannen aber erst nochmal kurz hier die Gerätschaften, die hier rumstehen. Was ist das denn? Hä? Jetzt. Ein Reliktgeschütz. Oh, klasse! Schießt Plasmaprojektile. Ich freue mich total, wenn ich sowas lese. Na, solange es nicht auf mich schießt. Beobachte Abgleichsteuerung. Steuert möglicherweise das allgemeine Verhalten von Beobachtern. Aha. Zur Umkehrung ihrer Bedrohungswahrnehmung. Also, wenn ich die Dinger aktivieren könnte, dann wäre das sehr cool, muss ich sagen. Ist aber interessant, was hier so rumsteht. Na gut, dann lass uns mal aufbrechen. Hier geht's also los. Okay. Habe ich was kaputt gemacht? Wir haben den Strom eingeschaltet. Sie müssen die Konsole finden, um das Reinigungsfeld zu aktivieren, Pathfinder. Okay. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Zumindest sind die Relikte nicht so begeistert davon, wie mir scheint. Oh Gott, warte mal, das Geschütz schießt. Oder? Kann ich mit dem Geschütz schießen? Oh! Ja! Es ist viel besser, wenn sie auf unserer Seite sind. Oh ja, das finde ich auch. Das kann ich aber noch nicht benutzen, oder? Ups. Da haut Lukas, wollte ich doch nicht spielen damit. Ich hoffe, das ist gut, wenn die Dinger leuchten. Ey, du da! Trau dich doch mal hoch! Die kommen gleich gar nicht mehr hoch, die Schweine, ne? Das ist denen dann jetzt doch so heikel, wie es aussieht. Komm, machen wir das eben so. Wir müssen uns ja nicht ewig damit hier aufhalten, mit den Typen. So, ne, den Gravitationsschacht will ich gerade nicht benutzen. Wir ziehen ein bisschen weiter. Ein bisschen Muni kann nicht schaden. Thank you. So. Sesam. Öffne dich. Nein? Okay, dann vielleicht doch eher an der Reliktkonsole. Die nicht, dann ist es wahrscheinlich die obere. Hätte man auch gleich drauf kommen können. Oder auch nicht. Hier wieder? Sie können das Geschütz hacken, Pathfinder. Oh. Oh, 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 oh. Entschuldigung. Das bleibt mal schön aktiviert für uns. Okay, da ist die Frage aber trotzdem. Ach, hier. Hier, genau, das sieht schon gut aus. Interface-Verbindungen zusammen. Ich markiere die Sie brauchen. Ah, danke schön, das ist sehr freundlich von dir. Sieht aus, als gäbe es bei diesem Interface einen Trick. Wir müssen ihn rauskriegen. Ein Trick? So, lass noch mal kurz. Hat es das jetzt gerade aktiviert oder nicht? Ich glaube, jetzt habe ich es wieder deaktiviert, oder? Machen wir es mal so. Und das hier drüben vielleicht auch noch. Insofern das auch eine Rolle spielt. Ja, tut es natürlich, tut es das. Warum sollte es das auch nicht tun? Okay. Ist das gut, was ich mache? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das hier sieht mir nicht richtig aus. Ah, das sieht schon besser aus, wenn die richtig leuchten, die Dinger.
So, 4 Stück. Ich denke mal, die müssen alle hell leuchten, oder? Das sieht mir irgendwie richtiger aus. Ja! Sehr schön. So habe ich mir das vorgestellt. Lasst uns weitergehen und die nächsten Relikte vernichten wahrscheinlich. Oder? Möchte jemand? Diese Konsole aktiviert das Reinigungsfeld. Vielleicht möchten Sie den Bereich durchsuchen. Bevor dieser Ort uns umbringt, ist die Zeit. Danke für den Hinweis. So, ich glaube, diesmal geht es gar nicht so tief rein in das Gewölbe. Das scheint es ja tatsächlich schon zu sein dann, oder? So, da drüben ist noch eine Konsole, die wollen wir uns gleich anschauen. Was passiert, wenn ich die benutze? Oh, okay. Ach, das gute alte Sudoku. Ich liebe es. Tja. Dann wird wohl... Kann ich schon? Ja, kann ich. Gut, das muss dahin und hier muss dann das, was wie ein F aussieht, hin. Denn wir haben ja in den Reihen jeweils die schon drin. So, dann können wir hier die Felder einzeln lösen. Hier muss das hin. Dann haben wir hier... jetzt bin ich gerade schon dran vorbei. Ne, halt, das da war's. Das da muss dahin. So, und dann kommt hier oben... Dieses, ja, das ist genau das, das F hin. Oder was so ähnlich wie ein F aussieht. So, schauen wir mal. Hier kommt dann das hin. So, wo können wir denn jetzt weiter ansetzen? Gucken wir doch einfach mal hier vielleicht. Nee, da vielleicht nicht, sondern eher hier. Das müsste dann nicht das sein, sondern das. Genau. Hier kommt dann... Das hin. So, wir kommen vorwärts. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Das. So, und hier muss dann das Epsilon hin. Da haben wir es doch gleich. So, das hier. Und hier kommt das hin. Genau. Wunderbar. Erfolg. Eingabe akzeptiert. Das war jetzt aber noch nicht das, was ich aktivieren sollte, oder? Ich hoffe, das war okay. Ja? Ich weiß nicht, was ich ausgelöst habe, ehrlich gesagt. Das ist immer das Schöne, wenn man mit Technik spielt, von der man keine Ahnung hat. Aber wir hoffen einfach mal das Beste. Hier ist ansonsten auch nichts weiter, von daher gehe ich mal fest davon aus, dass das... Das war, was ich machen sollte hier, bevor ich die Konsole benutze. Okay. Schauen wir mal. Bereit machen zum Rennen. Okay. Los, los. Oh Gott, was? Die sind nicht zufrieden mit uns. Ich dachte, ich soll rennen. Scheiße. So, machen wir das mal so hier. So, das ist schon mal gut, wenn die ihre Schilde verlieren. Wo kam Cora denn jetzt her? Es kommt näher! Bewegung! Was genau? Ich gehe dann mal. Ryder? 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 Darf ich? Darf ich? Ja, danke. Es kommen immer wieder neue. Damit kann ich leben, das ist okay. Aber todbringende Wolken finde ich nicht so geil. Hier, mach mal. Sache verliert nie ihren Schlag. Nichts wie raus hier. Pathfinder Ryder, hören Sie mich? Unsere Instrumente haben gerade einen Spannungsstoß registriert. Was ist passiert? Das Gewölbe ist wieder aktiv. Wir haben es geschafft. Das ist ein Scherz, oder? Das kann unmöglich. Es ist kein Scherz. Ein Neustart des Gewölbes würde sämtliche Werte erklären. Sie müssen mir alles erzählen. Kommen Sie zurück nach Palat. Wir haben viel zu besprechen. Na klar, mach ich. Und wir sind wieder mal die großen Helden. Wir haben Haval gerettet. Ist das nicht schön? Das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn man es schafft, einen Planeten vor dem Sterben zu bewahren.
als wenn man einen nicht wirklich lebensfähigen Planeten wieder lebensfähig macht. So, und diesmal mussten wir auch gar nicht so tief durch die Gewölbe kraxeln. Das ist doch auch mal ganz nett. Also alles ein bisschen anders hier auf Haval. Pathfinder, das organische Leben auf Haval hat begonnen sich zu stabilisieren. Anscheinend führt das Gewölbe biologische Reparaturen durch. Stell dir vor, was wir hier in einigen Jahren sehen werden. Und wie ich sehe, hat's tatsächlich aufgehört zu regnen. Ist das nicht wunderschön? Ah, jetzt haben wir also eine wunderschöne Dschungellandschaft hier. Das freut mich wirklich, das ist sehr schön. Und wir können uns auf den Weg machen nach Talat. Oh. Ja, du musst schon... Kannst du bitte den Schnellreisepunkt aktivieren? Ja, den, genau. Thank you, thank you, thank you. So, und dann werden wir doch mal mit der Dame reden, deren Namen ich gerade schon wieder vergessen habe, weil er mir zu kompliziert zu merken war. Ja, das war doch ziemlich erfolgreich. So, da sind wir wieder. Ich habe übrigens vor der Aufnahme auch mal ein paar Fähigkeitenpunkte vergeben. Ich gehe jetzt mehr auf die Kampfpunkte. Das kann ich eigentlich gleich nochmal machen, weil wir jetzt gerade auch noch ein paar bekommen haben. Fähigkeiten. So, auf die Kampffähigkeiten. Im Biotik habe ich jetzt die, die ich benutzen will. Wir können ja sowieso bloß 3 Skills in unsere Leiste legen zum Benutzen. Und ich will schon den Frontsoldaten als Profil behalten. Profil? War das hier? Ne, Profil war das da, ne? Frontkämpfer, so heißt er. Und um den Frontkämpfer zu verbessern, müssen wir auch, wenn wir hier drauf gehen, Fähigkeitenpunkte in Kampf investieren. Und deswegen werde ich jetzt da ein bisschen rein investieren. So, also gehen wir mal auf Kampf. Wir haben, warte. 10 Punkte zu vergeben. Ich bin erstmal auf die Kampffitness gegangen, denn die ist für Gesundheit und so zuständig. Ich weiß gar nicht, was die Werkzeuge machen. Kräfteschaden? Na, Kampfkräfteschaden ist nicht so nützlich für uns. So, dann gehen wir mal auf die Kampffitness und schauen uns hier den letzten Punkt an. Schadensniederstand, Widerstand, nicht Niederstand. Was ist denn los heute? Ich bin doch total plemplem irgendwie. Oder Regenerationsverzögerungsreduktion, Schadenswiderstand, Indeckung. Indeckung beides. Hm. Ich glaube, ich werde mal das nehmen. So, also wenn wir jetzt wenig Gesundheit haben, dann können wir mehr kassieren. Ich glaube, das ist ganz gut. So, und dann gehen wir, glaube ich, mal auf die Sturmgewehre, denn wir benutzen eigentlich in der Regel immer das Sturmgewehr. So, das können wir schon nicht mehr machen, aber das ist trotzdem ganz erfolgreich, glaube ich. Ja, bestätigen. Und damit erhöht sich das Soldatenprofil. Das ist jetzt nicht so wichtig für uns, aber... Wir arbeiten dran, das Frontkämpfer, das Frontsoldatenprofil auch zu erhöhen. Frontkämpfer heißt er. Mensch, ich vergesse es immer. Das ist immer, weil hier unten auf Frontsoldat steht. Das verwirrt mich irgendwie. So, noch kurz bei den anderen beiden. Cora, wo stecken wir dir die 4 Punkte hin? Ja, in die Nova wahrscheinlich. Denn die 6. Stufe kann ich ja noch nicht machen bei meinen Begleitern, solange ich noch nicht den Gefälligkeitsauftrag erfüllt habe. Radius oder Schaden und Stärke. Wir gehen auf Schaden und Stärke. So. Ja, ja. Und dann noch Jarl. Und bei Jarl gehen wir auf die Haftgranate, würde ich vorschlagen. So, die macht mehr Schaden damit. Und das ist ganz schön. So, und dann ernten wir mal die Lorbeeren für unser Schaffen. Was haben wir jetzt eigentlich so für eine Prozentzahl an Lebenserhaltung, Lebensfähigkeit? 75, das klingt doch sehr schön. 75% heißt doch, wir können schon oder können bald auch hier einen Außenposten errichten, oder bilde ich mir das ein? Vielleicht bilde ich mir das auch ein. Wir sind natürlich falsch hier oben, sehe ich gerade. So, nicht unter der Brücke festhängen, bitte. So, einmal durch die Tür gehen. Und dann führen wir doch mal unser Gesprächlein. Ein Alien, das die Relikte benutzen kann. Es kam nichts zurück. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mal erlebe. Nein. Meine Tante hatte ein Relikt-Artefakt, das sie öffnen und wieder schließen konnte. Sie hat allerdings viele Jahre gebraucht, um es zu lernen. Und es hat auch nicht immer geklappt. Sie musste sich dafür unglaublich konzentrieren und konnte nie erklären, wie genau sie es gemacht hat. Hier sind viel zu viele Leute und alle reden durcheinander. So, ist das denn hier Torath oder bilde ich mir das ein? Na ja gut, wir sprechen mal mit Kiran Das.
und schauen, was hier abgeht. Ryder, Sie haben heute etwas Bemerkenswertes geleistet. Sie hatten Erfolg, wo Sorai gescheitert ist. Esmus, was machen Sie denn hier unten? Ich erneuere alte Bande. Die Unterhaltung mit Ihnen hat mir die Augen geöffnet. Ich sah ein Alien, das sich für uns einsetzte, obwohl wir selbst längst aufgegeben hatten. Wir haben uns zu lange abgeschottet, aber vielleicht können wir ja ein Gleichgewicht finden. Ich denke, wir alle müssen ein Gleichgewicht finden. Tavos, ich hatte nicht damit gerechnet, Sie hier zu sehen, aber ich muss sagen, es ist eine angenehme Überraschung. Ich habe in kurzer Zeit vieles gelernt. Die Rokar wollen einfache Lösungen, aber nichts ist jemals einfach oder gewiss. Nicht wahr? Ich wünschte, diejenigen, die getötet wurden, hätten das erkannt. Aber nach allem, was ich gesehen habe, muss ich darauf hoffen, dass sie nicht für immer verloren sind. Diese sonderbare Erinnerungsübertragung... Reinkarnation. Wie auch immer. Ich habe jedenfalls vor, Ressourcen für ihre Erforschung bereitzustellen. Und wer weiß... Vielleicht finden wir die Wahrheit ja eines Tages tief unter unserem Aberglauben vergraben. Das klingt doch ganz gut alles hier. Ich glaube, wir haben da eine schöne Bewegung angestoßen. Und naja, dass fremdenfeindliche Gruppierungen einfache Lösungen wollen und fordern, das ist immer so eigentlich. Sonst würde keine Fremdenfeindlichkeit aufkommen. Also es geht aber eigentlich immer bloß um einfache Lösungen. Hat schon früher angefangen, auch oder Skeptizismus gegenüber bestimmten Religionen oder Ablehnung von Religionen. Ne? Die Juden haben unsere Brunnen vergiftet und sowas. Ging schon im Mittelalter los. Das sind immer die einfachen Lösungen, die zu solchen Abgrenzungen und zu Gewalt gegenüber bestimmten Gruppierungen führen. Ist nichts anderes. Wenn man nur schwarz und weiß sehen kann und nicht grau, dann endet es halt so. Traurig, traurig. Aber zumindest gibt es auch Leute, die lernbewusst sind. Auch wenn sie manchmal dafür erst die Erinnerungen eines Vorfahren in sich aufkommen lassen müssen. Immerhin hat er ja relativ schnell jetzt eingesehen, dass da seine Einstellung ein bisschen falsch war. Und vielleicht kann er uns ja auch helfen, Axol dann davon zu überzeugen. Wer weiß. So, das war ergreifend. Oh. Nein, das machen wir nicht. Was sagen Ihre Prognosen? Wird Haval es schaffen? Natürlich. Wir konnten bereits Verbesserungen erkennen. Sie sind zwar nur klein, statistisch gesehen jedoch überaus bedeutend. Es wird Zeit brauchen, aber der Planet wird heilen. Wir haben hier in Dar-Palath genügend Platz. Außerdem werden wir Hilfe brauchen, um den Zustand Havals zu überwachen. Bist du etwa Menschen einladen? Würden Sie Ihren Leuten ausrichten, dass Sie herzlich eingeladen sind? Wir freuen uns über jeden, der uns helfen kann. Natürlich, das mache ich gern. Dann verabschiede ich mich jetzt. Es gibt so viele Daten zu analysieren. Ist das zu glauben? Zum ersten Mal... Huch, was war denn da los? Einfach abgewürgt, ich weiß es nicht. Okay, die Lebensfähigkeit geht auf 80%. Und das ist ja mal ein bisschen was Besonderes hier, denn bisher haben wir eigentlich immer eigene Siedlungen errichtet. Hier gibt es dann tatsächlich mal ein gemeinsames Lager von Angara und den Bewohnern der Nexus. Das ist tatsächlich mal was Neues. So, und wir haben 80% Lebensfähigkeit, das heißt, es gibt auf jeden Fall noch irgendwelche Missionen, die wir hier erfüllen können. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, ob wir noch welche offen haben. Müssen wir mal im Logbuch schauen. Oh Gott, ich hasse diese Übersicht in dem Logbuch, ehrlich gesagt. Da müsste man jetzt alles durchschauen. Gott, wie funktioniert denn das? Rokar-Manifeste. Ach, wir müssen noch, da fällt mir gerade ein, wir müssen noch zu den Turianern gehen. Oder? Warte mal, bevor ich da jetzt hingehe, schaue ich lieber nochmal nach. Verbündete und Beziehungen. Das ist, glaube ich, nicht das, was ich will, oder? Das sind die Familiengeheimnisse, Drag, bla bla, ne, das hier, verschollene Archen, das ist es doch bestimmt, oder? Nein? Halt, Turianische Arche, noch nicht tot. Das Lager Turianer finden, die Turianer gegen die Rokar verteidigen, nach Überlebenden oder Trümmern deiner Talos-Ausschau halten. Sagt mir jetzt nicht direkt, ob ich da jetzt nochmal hingehen soll oder nicht. Vielleicht ist diese fremdartig, ich muss nochmal ganz kurz hier durchschauen. Die Reliktgeräte, stimmt, das müssen wir noch sammeln. Ah, Konservierungsstudie. Bereiten Sie den Cluster. Okay, das ist was ganz anderes. Rokar-Manifeste auf Haval finden, okay.
Also es gibt hier schon noch ein paar Sachen zu erledigen. Ich glaube, das werde ich aber mal abseits der Aufnahme ein bisschen mehr anschauen. Und nur interessante Sachen oder wenn wir das dann schaffen, das zu lösen, dann mit euch machen. Ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal Haval verlassen, nachdem wir mit den Leuten hier geredet haben. Und uns anderen Dingen zuwenden. Zum Beispiel wieder nach Volt gehen. Und dort, wie hieß sie doch gleich, die Dame befreien, um die es auch Jarl dabei ging bei der ganzen Sache hier. Brauchen Sie etwas? Eigentlich Infos? Ah ja, Moshe, danke für den Hinweis. Da haben wir sie gleich, die Moshe befreien, genau. Ich sollte jetzt gehen. Mögen die Sterne für Sie strahlen, Pathfinder Rider. Ja, möge die Macht mit mir sein, ich weiß. Gut, ich glaube, dann wird es wahrscheinlich gar nichts großartig zu bereden geben. Und Torath und Eskinevisa, ich habe es schon wieder vergessen. Ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis. Wir sind schon wieder weg. Tja, dann gibt es für mich hier nicht mehr wirklich was zu erledigen. Heißt also... Oh, hier gibt es ein Forschungszentrum, das ist ja auch nett. Heißt also, wir können theoretischerweise direkt aufbrechen. Ich habe meinen Kollegen erzählt, was sie für mich getan haben. Sie haben sich auf Haval viele Freunde gemacht, Pathfinder. Ja, man, es rettet auch nicht jeden Tag irgendjemanden den Planeten, ne? Von daher erwarte ich schon, dass die Leute mich mögen hier. Gibt es schon konkrete Hinweise auf verschollene Angara-Kolonien? Ein paar. Wir durchsuchen unauffällig Systeme, aber das dauert. In der Zwischenzeit hat die kürzlich erfolgte Umwälzung unten im Tal Ruinen freigelegt, von denen wir noch gar nichts wussten. Oh. Es soll dort Glyphen geben, die aussehen wie Sternenkarten. Ich bleibe hier, um das alles zu untersuchen. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Kannst du mir zufälligerweise Hinweise darauf geben, wo das ist? Dann würde ich mir das nämlich auch irgendwann mal anschauen. Also ich glaube, es lohnt sich tatsächlich, den Planeten nochmal hier ein bisschen genau unter die Lupe zu nehmen. Jetzt, nachdem er aktiviert wurde. Und ich sehe gerade hier oben, gibt es noch eine Ecke, in der ich noch... Okay, da scheint dann aber auch gleich die Mauer zu kommen, die Wand zu kommen. In der ich aber noch nicht war, so richtig, um es mir anzuschauen. Also wird sich auf jeden Fall lohnen, denke ich mal. Okay, jetzt spielt die Maus, aber das war hier, glaube ich, schon immer in dem Spiel. Wird sich auf jeden Fall lohnen, hier nochmal sich ein bisschen umzuschauen. Und da werden wir dann sicherlich noch den ein oder anderen Auftrag haben. Eine Pflanze hat mein privates Shuttle in Stücke gerissen. Ich hätte drin sein können. Bitte? Hi. Was ist? Offenbar nicht. Ich will Sie okay. nicht länger stören. Sehr gut. Achten Sie da draußen auf die Pflanzen. Die sind fies. Ich glaube, an ihm ist es ein bisschen vorbeigegangen, dass der Planet gerettet wurde, oder? Ich lasse ihn in seiner Kammer, soll er doch ein bisschen weiter rumweinen. So, ich würde bloß gern rauskommen aus dem Gebäude. Ah, hier. Sehr gut. Ist manchmal ein bisschen schwierig hier bei den Angara-Bauten dann tatsächlich den Ausgang zu finden, muss ich sagen. Ah, Sternenhimmel. Wunderschön. Das ist echt krass. Also auch auf den anderen Planeten war es ja eigentlich immer bloß dann der freie Sternenhimmel, der erzeugt wurde, nachdem wir die Relikte aktiviert hatten oder die Gewölbe. Und das macht tatsächlich atmosphärisch einen riesen Unterschied. Das ist schon krass. So, dann begeben wir uns mal wieder aufs Schiff. Vielleicht können wir da auch ein paar Gespräche führen jetzt. Wer weiß, wer weiß. Bis bald, Haval. Wir verlassen jetzt Haval. Die Brücke gehört Ihnen, Pathfinder.